Ich bin mir sicher, dass wirklich 99% von euch diesen Fehler machen. Und der Gewinner, Men's Natural Bodybuilding Team Class. Ob ich mir vorstellen kann, zu stoffen oder nicht. Und meine Antwort darauf ist... Guten Morgen, Sportfreunde. Wir fahren heute zur GmbF nach Walsrode, treffen da hoffentlich ein paar coole Leute. Und ihr seid natürlich dabei. Also, let's go. There's an idea that Jung developed about the trickster and the jester, the comedian, right? That the trickster is the precursor to the savior. That's one of the things I learned from Jung that was just, it's so unlikely. You'd never think that. It's so amazing that that might be the case. But the satirical and the ironic and the troublemaker, the comedian, the fool is the precursor to the savior. Why? Because you're a fool when you start something new. And so if you're not willing to be a fool, then you'll never start anything new. And if you never start anything new, then you won't develop. And so the willingness to be a fool is the precursor to transformation. And that's the same as humility. And so if you're going to write your destiny, you can do a bad first job. You're going to get smarter as you move forward. That's the thing, is that so something beckons to you. That's what happens here. Maybe the star that Geppetto wished on was the wrong damn star, but at least it was a star, right? At least it was in the sky. At least it moved him forward. And so you say in your life, well, something grips you and fills you with interest. And you think, well, should I do that? And the answer is, if not that, then something. What if it's a mistake? It's a mistake. Rest assured. What do you know? You're going to stumble around, right? And what's going to happen is this. You're going to move to, you're going to not stay in stasis. You're not going to wander around in circles. And I see people like that. They said, well, I never knew what to do, and now I'm 40. It's like, that's not so good. That's not so good. So, wieder zu Hause angekommen. Die GmbF war ein geiles Event. Ich war jetzt schon zum dritten Mal dort in Walsrode im Publikum. Und ich kann euch wirklich empfehlen, fahrt mal zu einem Wettkampf bei euch in der Nähe. Wenn ihr selbst Bodybuilding liebt und selbst mal einen Wettkampf machen wollt, das sind unglaublich gute Erfahrungen, die man dort sammeln kann. Man kann sich viel abschauen, viele Abläufe verstehen. Und ja, es ist einfach eine Top-Vorbereitung für die eigene Zukunft im Bodybuilding. Für mich geht's jetzt hier weiter. Check-in steht an. Das bedeutet, mein Coach bekommt heute von mir alle Daten der Woche, was Ernährung, Schritte, Schlaf, Stress und weiteres angeht. Und er kriegt von mir natürlich Formbilder, damit er schauen kann, ob alles nach Plan läuft. Ich stelle die Kamera einfach auf und filme mit, was ich ihm schicke. Dann könnt ihr vergleichen mit Road to Stage Folge 1 und direkt schauen, ob sich die Form gut entwickelt hat. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Und während wir das Check-in schauen, beantworte ich ein paar Fragen, die ihr mir über Instagram schicken konntet. Ich habe den Link unten in der Beschreibung, also schaut unbedingt mal bei Insta vorbei. Dort gibt es von mir täglich Stories über meine Ernährung, über mein Training, über wie ich einfach meinen Alltag als Wettkampf-Bodybuilder bestreite. Also schaut unbedingt bei Insta vorbei und folgt mir dort, falls ihr das noch nicht tut. Und nach dem Check-in geht es dann ab in den brutalen Leg Day. Ich habe mir drei richtig gute Tipps für euch überlegt, wie ich meine Beine von einer Schwachstelle zu einer Stärke meiner Physik transformieren konnte, wie ihr eure Adduktoren, wie ihr eure Quads aufbaut. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Der beste Tipp kommt natürlich am Ende. Also viel Spaß mit dem restlichen Video. Let's go! Die erste Frage ist gleichzeitig die, die mir am häufigsten gestellt wird, und zwar, wie groß bist du? Ich bin 1,79 Meter groß und habe damit eine ziemliche Durchschnittsgröße. Als nächstes wurde ich gefragt, welches Schnittprogramm ich für meine Videos benutze. Ich schneide am Computer und benutze dort Premiere Pro. Das ist natürlich nicht kostenlos, dafür kann ich da aber alles perfekt umsetzen. Und die letzte Frage, was sind meine Langzeitziele im Bodybuilding? Ich glaube, die Frage stellt darauf ab, ob ich mir vorstellen kann, zu stoffen oder nicht. Und meine Antwort darauf ist, es kommt drauf an. Und zwar darauf, ob ich bei meinen naturalen Wettkämpfen richtig gut abschneiden kann und damit beweise, dass ich Potenzial im Bodybuilding habe. Sollte das nicht der Fall sein, werde ich meinem Körper auf keinen Fall das gesundheitliche Risiko von Steroiden antun. Aber wenn ich sehe, es ist Potenzial vorhanden, könnte ich mir vorstellen, in ein paar Jahren diesen Weg einzuschlagen. So, Sportfreunde, auf geht's in den Leg Day. Wir werden die Beine heute richtig schön zerfetzen. Wenn du später auch einen Leg Day vor dir hast, wünsche ich dir viel Erfolg. Hör dir die Tipps gut an und setz sie nachher direkt um. Deine Beine werden dir auf jeden Fall danken.
Ich starte hier mit 3 Sätzen an der Adduktorenmaschine. Wie du sehen kannst, führe ich die Wiederholungen sehr langsam und mit Pause im Stretch und vorne in der Kontraktion aus. Das mache ich einfach, um die Intensität ein bisschen in die Höhe zu treiben, weil die Maschine hier von Technogym ist einfach super leicht. Also ich habe Full Stack drauf und mache trotzdem 38 Reps hier in diesem Satz, um das Muskelversagen zu erreichen. Wie du sehen kannst, ich gehe aber auch wirklich komplett ans Limit, um mir meine Adduktoren-Gains reinzuholen. Damit kommen wir nämlich auch zu Tipp Nummer 1, der hängt direkt mit dieser Übung zusammen. Und zwar, finde deine größte Schwachstelle und trainiere sie als allererstes an deinem Leg Day. Ich habe früher immer zuerst die Kniebeuge gemacht, das war für mich das Allerwichtigste. Ich wollte dort einfach stark sein und habe immer meine volle Leistungsfähigkeit in die Kniebeuge rein investiert. Daraus resultierte aber, dass ich die Isolationsübungen total vernachlässigt habe und sowas wie die Adduktorenmaschine gar nicht erst ausgeführt habe. Mein Coach hat diesen Fehler zum Glück vor über einem Jahr berichtigt und die Adduktorenmaschine mal direkt an den Anfang des Trainings gehauen. Seitdem konnte ich so krasse Beingains machen, dass sie jetzt komplett anders aussehen und ich auch schon sogar Dehnungsstreifen an den Oberschenkeln bekommen habe, weil sie so schnell gewachsen sind. Weiter geht's mit Hamstring Curls im Sitzen. Die Hamstrings sind bei mir nämlich eine weitere Schwachstelle im Verhältnis zu meinen Quads und werden daher auch am Anfang des Trainings isoliert trainiert, bevor ich überhaupt an die Grundübungen rangehe. Das hat den weiteren Vorteil, dass man bei dieser Übung die Knie wirklich gut aufwärmen kann und damit optimal für die Kniebeuge und die Beinpresse vorbereitet ist. Und deine Leistung wird es bei diesen Übungen auch nicht beeinträchtigen, weil die Hamstrings dort eben nur minimal mitarbeiten müssen. Also mach dir keine Sorgen wegen deiner Kraft. Wie du sehen kannst, führe ich meine Squats momentan an der Smith Machine aus und zwar mache ich hier eine extrem langsame Exzentrik. Ich lasse mir wirklich 3 volle Sekunden Zeit und mache dann noch eine Pause ganz unten, um dann wirklich durch meine Quads mich nach oben zu schieben. Wie du sehen kannst, habe ich einen guten Knievorschub und mein Oberkörper bleibt aufrecht. Das bedeutet, die Last ist auch wirklich auf meinen Quads und ich kann so einen Top-Reiz setzen, ohne wirklich viel Gewicht bewegen zu müssen. Also eine super Variante, wenn du das noch nie gemacht hast, probier es mal aus. Es wird deine Quads wirklich zum Wachsen bringen. Weiter geht's dann an der Beinpresse, das Herzstück dieses Leg Days. Und hier will ich dir auch direkt Tipp Nummer 2 geben. Und zwar überarbeite deine Range of Motion und deine Fußstellung an der Beinpresse. Ich sehe es jedes Mal im Gym, dass Leute das leider komplett falsch machen, sich die ganze Beinpresse mit 20 Kilo Scheiben vollladen und dann eine kleine Range of Motion ausführen, die auch noch hauptsächlich den Hintern fokussiert, weil sie ihre Füße falsch positioniert haben. Wie es richtig geht, siehst du hier. Ich positioniere meine Füße ganz unten auf der Plattform, so dass meine Fersen gerade noch draufstehen und eng beieinander. Und jetzt, wie du sehen kannst, gehe ich ganz nach unten, so dass meine Knie sich schön nach vorne schieben und fast auf meine Brust kommen. Also ich nehme die volle Range of Motion mit, brauche dementsprechend auch viel weniger Gewicht als viele andere Leute, um hier mit dieser sauberen Ausführung ans Muskelversagen zu kommen. Also der Tipp, reduziere beim nächsten Leg Day unbedingt mal dein Gewicht, korrigiere deine Fußstellung und arbeite an deiner Range of Motion. Wenn du die Flexibilität dafür noch nicht hast, schau dir ein paar YouTube-Videos dazu an, wie du deine Fußgelenke, deine Hüfte und deine Knie mobilisieren kannst und arbeite aktiv daran, dass du irgendwann eine richtig gute Range of Motion an der Beinpresse erzielen kannst. Und ich verspreche dir, das ist ein absoluter Gamechanger für das Wachstum deiner Oberschenkel. Als letzte Oberschenkelübung folgt natürlich noch der Beinstrecker, der darf auf keinen Fall fehlen, weil es die einzige Übung ist, die den Quad in der verkürzten Position fokussiert. Wie du sehen kannst, benutze ich auch Zughilfen, damit ich auch mit höherem Gewicht stabil im Sitz sitzen bleibe. Und ich habe die Rückenlehne etwas weiter nach hinten gestellt, so kann ich mich leicht nach hinten lehnen und so den Rectus femoris noch etwas besser treffen bei dieser Übung. Jetzt kommen wir auch zu Tipp Nummer 3 und damit dem wichtigsten in diesem Video und meiner größten Erkenntnis aus den letzten Jahren Beintraining. Es ist nämlich extrem schwer, sich einzugestehen, dass man diesen Fehler begeht, aber ich bin mir sicher, dass wirklich 99% von euch diesen Fehler machen. Und zwar, du verwechselst die Schmerzen am Leg Day mit Muskelversagen.
Ich konnte diesen Fehler an mir selbst nur erkennen, weil ich mir einen Coach genommen habe, der daraufhin, wenn ich ihm Videos geschickt habe, immer wieder gesagt hat, bei der Beinpresse gingen aber noch mehr Wiederholungen oder wieso hast du da schon aufgehört? Und ich selbst habe mir dann in meinem Kopf gedacht, warum, ich war doch am Muskelversagen. Aber jedes Mal, wenn ich dann am nächsten Leg Day mir die Kritik zu Herzen genommen habe, habe ich gemerkt, dass mein Coach natürlich recht hatte und ich noch einige Reps mehr im Tank gelassen habe. Aber es hat schon extrem wehgetan und das ist eben der Punkt, an dem man Schmerzen und Muskelversagen unterscheiden muss und einfach lernen muss, die Schmerzen auszuhalten, um dann auch diese letzten Reps durchzuziehen, die eben am effektivsten für den Muskelaufbau sind. Für mich hat es eine äußere Motivation gebraucht, um mich mental auf dieses Level zu bringen, nämlich meine Wettkämpfe. Seitdem ich dieses Ziel vor Augen habe, gehe ich wirklich durchs Feuer für die Beingains. Und wie du sehen kannst, habe ich hier noch schnell Sissy Squats direkt an die Leg Extension im Supersatz rangehängt. Eine gute Übung, um den Rectus Femoris nochmal extra zu fokussieren. Danach werden noch die Waden zerstört. Ich habe hier in diesem Fall die Beinpresse von Techno Gym als Wadenmaschine benutzt. Ich finde die Variante sehr gut, weil ich hier schön tief in den Stretch reingehen kann. Und der Stretch ist für die Waden die wichtigste Position. Also macht immer schön eine lange Pause im Stretch. Und ich verspreche euch, das ist wirklich ein Game Changer für die Wadengains. Also wie ihr sehen könnt, ich musste hier kurz mal die Füße neu positionieren. Aber kann jetzt nochmal weiter pushen. Schön tief in den Stretch, nach oben komplett rausschieben, langsam nach unten und im Stretch wieder eine Pause. Das brennt brutal, aber bringt richtig viel für eure Wadengains. Die letzte Übung des Tages ist dann die Hammer Strength Bauchmaschine. Ich versuche mich hier genau wie bei jeder anderen Übung einfach von Woche zu steigern, damit meine Bauchmuskeln bis zu den Wettkämpfen noch etwas wachsen, noch etwas blockiger werden und dann hoffentlich sehr ästhetisch auf der Bühne aussehen, wenn sie komplett freigelegt sind. So Sportfreunde, das war mein Leg Day. Ich hoffe, die Tipps helfen euch und ihr wendet sie beim nächsten Training an. Hier noch ein kurzes Posing, aber ihr kennt selber, nach dem Leg Day sind die Beine einfach komplett dicht und zugeschwollen und man kann sie gar nicht richtig durchflexen. Aber ich denke, man sieht trotzdem, eine ganz gute Grundmasse ist vorhanden. Die wird jetzt über die nächsten Monate freigelegt und ich freue mich, dass ihr dabei seid und die Reise begleitet. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Das wird ein Push-Day. Ich freue mich drauf, also abonniert den Kanal und bis bald. Faserschau-Moderator wegen Betrugs verklagt? Er behauptet, dass jeder, der dem Video einen Like gibt, den Kanal abonniert und einen Kommentar da lässt, 10% mehr Gains bekommt. Dabei haben Forscher herausgefunden, dass es ganze 20% sind. Wahre Macher. Genau wie jetzt bereits 176 Faserschau-YouTube-Genießer.